Hey ho, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, wir sind jetzt hier gerade wieder mal bei einem Schrein angekommen. Und es ist jetzt momentan auch sogar dunkel geworden, seit ich den Part hier beendet habe. Und ja, da läuft ein Wolf rum, der so ein bisschen anscheinend, ja, die Orientierung verloren hat. Ja, jedenfalls will ich ja erstmal diesen Schrein hier aktivieren. Und natürlich die Prüfung machen. Ja, wir sind ja eigentlich sogar auch beim letzten Mal hierher gekommen, weil hier eine weitere Stelle war, wo Link eine Erinnerung zurückgehalten hat. Allerdings eine nicht besonders schöne, denn es war nämlich eine, wo er noch so ein bisschen von Zelda gemieden wurde. Aber nichtsdestotrotz, so war das eben zum Anfang. Och nein, bitte nicht schon wieder eine Kraftprüfung. Okay, na gut. Oh Mann, ich habe keine Lust auf diesen Scheiß. Ach, was soll's. Ich nehme dafür die Wächterlanze und am besten auch nochmal einen Wächterschild dafür. Wenn ich schon beides hier so habe, kann ich es auch gleich benutzen. Ich meine, Wächterwaffen sind effektiv gegen Wächter. Das weiß man ja eigentlich schon. Ich habe bald keine Elektrofälle mehr. Au! Okay, der haut ganz schön brutal zu. Okay, ich glaube, ich werde da mal ein bisschen härtere Geschütze ausfahren müssen. Ist ja jetzt ein bisschen doof. Weil ich ja eigentlich ja das meiste davon lieber gerne eigentlich ja für den Titan aufbewahren wollte. Aber ach gut, ich habe keine andere Wahl. Okay, verbringt mir auf jeden Fall einen Vorteil. Okay, und schon ist die Lanze kaputt. Gut, dann mache ich erstmal weiter mit dem neuen Schwert. So, komm schon. Gut, dass in dieser Prüfung wenigstens dieses Mal Säulen dabei sind. Ah! Verdammt, der ist ganz schön stark. Muss ich echt zugeben. So, esse ich mal den harten Brocken. Oh, okay, Link kann es gut verkraften. Okay. Okay, dann machen wir das mal anders. Okay, eine schnellere Waffe wäre jetzt eigentlich nicht verkehrt. Ah, verdammt! Warum? Der hat mich doch kaum berührt. Okay, nee, das lässt du mal schön bleiben. Ah, gut, geschafft. Boah, Mann, Mann, Mann. Immer dieser Stress hier. Okay, Wächterschild Doppel Plus. Ach, eigentlich sind die Wächterschilder ja nicht wirklich so gut. Und dieser hier hat ja auch nicht so viel drauf. Es wäre echt schade um die neuen Schilder, wenn ich die jetzt dafür wegbringen würde. Ach, was soll's. Ist zwar ein bisschen schade um den neuen Schild, aber was soll's. So, gut, haben wir wenigstens erstmal noch einen neuen Wächterschild plus, der auch vielleicht ein bisschen was, ein bisschen mehr abwehren kann. Aber er geht leider auch sehr schnell kaputt, das ist ja leider das Dumme. Okay, und eine Ritterhillebarde. Wofür ich allerdings keinen Platz habe. Mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Wächterachs Doppel Plus, Wächterschwert Doppel Plus, Wächterschwert Doppel Plus. Okay, das Ding ist ja sowieso schon fast kaputt, also was soll's. Können wir die auch gleich erstmal benutzen, bis sie verbraucht ist.
Mann, Mann, dass ausgerechnet hier so eine schwere Kraftprobe sein muss. Ja, gut. Nehmen wir es erstmal so, wie es ist. Ja, hast du schon mal einen Hund was zu fressen hingeworfen? Manchmal spornt so ein Leckerli einen Hund zu erstaunlichen Leistungen an. Ach, echt? Na gut, kann ich mal probieren. Also, ich habe es ja aber öfter gesehen. Gib dem Hund ein Leckerli und schon gräbt er was für dich. Das wäre cool. Ja, sehr schön. Gut, dann habe ich jetzt noch eine Sache zu erledigen. Nein, eigentlich zwei Sachen. Also ich habe ja gesehen, irgendwo war hier eine Feenquelle. Wo genau? Ich glaube irgendwo da unten. Genau, einfach hier genau in dieser Region, wo auch die Wächter jetzt gerade sind. Und sogar ein Krugrätsel. Ach Gott, ich hasse diese Dinger. Also ich glaube, das mit den 900 Krugs mache ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht unbedingt. Das mache ich irgendwann mal in aller Ruhe offscreen, also jedenfalls will ich das nicht unbedingt direkt ins Let's Play mit einbeziehen. Das wäre einfach nur reine Zeitverschwendung. Und ich möchte eigentlich auch irgendwann mal ein neues Projekt machen. Oh, was sagt man dazu? Hier in dieser Quelle ist Schwertgras. Warte mal, fällt mir eigentlich überhaupt ein... Ah, verdammt, ich habe ja kein Geld. Ich habe ja gar keinen Cash dabei. Verdammt. Und ich glaube, die brauchte ja mindestens 1000 Rubine oder so. Oder so. Ich weiß es nicht mehr. Wie viel? 1000? Ich glaube schon. Na gut, auf jeden Fall haben wir erstmal hier Schwertgras. Oh, und warte mal, das ist ja noch so ein Leuchtstein. Brocken hier. Tja, schätze mal, habt ihr keine andere Wahl. Na gut, ich schaue erstmal nach, was sie eigentlich will. Hi. Du, junger Mann, bitte höre mich an. Ja, aber gerne doch. Ich bin die große Fee Kaessa. Früher war hier eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, gib mir bitte welche. Ich brauche doch nur 1000 Rubine. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Nun, wenn du Rubine hast, dann gib sie mir schnell und meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich nur 1000. Nee, sorry, geht leider nicht. Das ist wirklich, wirklich schade. Okay, was habe ich jetzt eigentlich überhaupt? Ich habe 11 Leuchtsteine. Okay, ich habe ja bereits im Dorf Dorni gesehen, die kosten 70 Rubine das Stück. Würde also jetzt keinen Sinn machen, wenn ich jetzt dafür extra ins Dorf der Zoras gehe, um das Teil gegen einen Diamanten einzutauschen, um diesen dann zu verkaufen. Das wäre rein sinnlos, weil der Diamant selber kostet ja nur 500 Rubine. Also den kann man ja für 500 Rubine irgendwie verkaufen. Aber wenn ich jetzt die 10 Leuchtsteine so verkaufe, dann habe ich ja wenigstens 700 gut. Also besseres Geschäft. Der Diamant wäre eigentlich ja nur praktisch, um jetzt quasi, sagen wir mal, jetzt auch als Material für irgendwas. Aber nee, das ist nicht nötig. Gut, verkaufen wir erstmal das Zeug, was ich hier so habe. Und es ist ja schon wieder Nacht hier. Das ist doch nicht zu fassen. Immer wieder muss es so schnell dunkel werden. Warum muss an einem so wunderschönen Tag einfach mal die Sonne untergehen? Gut, ich gucke erstmal nach, ob ich irgendwas finde. Also hier ist ja... nee, warte mal, das ist ja das Gasthaus. Hier vorne... Ah, gut, hier kann ich was verkaufen. Ja, gut, das muss ich jetzt leider machen. So, ich möchte was verkaufen. Aber gern, was möchtest du denn verkaufen? Ich zeige dir, wovon du dich trennen möchtest. Ja, zeige mir bitte, wovon du dich trennen möchtest. So, den Körper selbst Wüstenhitze zu ertragen. Okay, die behalte ich auf jeden Fall noch. So, das, ja. Edelsteine kann man eigentlich immer verkaufen. Nimm mal alles. Obwohl es sich eigentlich ja fast gar nicht lohnt, Bernstein zu verhökern. Weil der ist einfach kaum was wert. Geht klar. So, Leuchtsteine. Kannst du alles haben. Macht 770 Rubine.
Wie gesagt, wäre eine Verschwendung, jetzt eigentlich extra zum Dorf der Zoras zu gehen und dafür einen Diamanten einzutauschen. So, das war's. Könnte ich erstmal nochmal gucken, was ich noch hier so verkaufen kann. Würde ich mal sagen, oh, 40 Stück. Einfach mal, was ich so von allem so ein bisschen. Oh! Scheiße, jetzt habe ich doch alle verkauft. Naja gut, was soll's. Ja, davon verkaufe ich gerne 101. Ich denke mal, 30 eigentlich als Reserve sollten reichen. Das macht 880 Rubine. Super. So, davon verkaufe ich mal 17. Okay, 340 Rubine. Also auf jeden Fall kriegen wir erstmal dafür wieder genug Geld zusammen. Nein, ich will nichts weiter loswerden. Ich will weiter scrollen. Und erstmal 17 Rubine haben. 17 von denen verkaufen, meine ich. Mann, ich komme schon wieder ein bisschen durcheinander. Okay, 204 Rubine. Komme ich auf jeden Fall erstmal ordentlich an Cash ran. So, von den neuen Sachen lasse ich auf jeden Fall erstmal die Finger. So, Schleimgelee. Davon kann ich auch gerne ruhig mal ein bisschen mehr loswerden. 46. 230 Rubine. Okay, die sind eigentlich kaum was wert, merke ich gerade. So, was haben wir noch? Obwohl, nee, das rote Schleimgelee lasse ich mal die Finger. Also, das lasse ich lieber nochmal übrig. Die antiken Materialien verkaufe ich auch nicht, aber ich kann 2 Flederbeißerflügel nochmal schnell loswerden. Ja, okay, für 4 Rubine. Okay, gut. Alles klar, das reicht dann ja erstmal. Es ist mehr als genug, als ich brauche, um jetzt hier das zu erledigen. Okay, das war der Schrein hier, nicht wahr? Von dem aus konnte ich eigentlich ja ohne weiteres ja dann die Feenquelle ja wieder erreichen. Dann muss ich ja nochmal wieder zu diesem Schrein zurück, damit ich ja von dort aus eigentlich ja besser an den anderen Schrein rankomme, den ich ja noch gesehen habe. Und dann müsste ich ja nochmal einen finden. Tja. Sollte eigentlich ja nicht schwer sein, aber trotzdem, das wird nur ein bisschen wieder Zeit in Anspruch nehmen. So, was sagt die Uhr? Okay, 13 Minuten habe ich erst. Dann lohnt sich's ja noch ein bisschen. Gut, dann werden wir erstmal die Fee befreien. Damit ich erstmal wieder die nächste Rüstungsstufe habe. Oh, und was sagt man dazu? Da hinten ist ja auch noch eine. Warte mal, den hatte ich ja, glaube ich, schon auf der Liste drauf, oder? Bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Okay, wo war jetzt nochmal die Stelle, wo die Feenquelle stand? Wo bist du denn jetzt auf einmal? Okay, ich habe irgendwie die Karte, den Standort irgendwie jetzt nicht mehr so ganz im Blick oder was? Wo war die jetzt nochmal? Ach, genau, irgendwo. Irgendwo da, oder? Ja, genau. Genau, ich wollte ja von irgendwo dort rüber. Ja, genau. Da ist ja der Wächter. Genau, von dort aus war das denn. Ja, dann kann ich eigentlich ja von dort aus auch dann gleich weiter zum nächsten Schrein gehen. Den zu erreichen sollte eigentlich nicht zu schwer sein. Ich habe ja gesehen, dass ein Weg und eine Brücke dorthin führen. So, hier war's, genau. Oh, und warte mal, was liegt hier in der Ecke? Eine Fit-Karotte. Und hier ist dann eigentlich ja sonst weiter nichts. Okay, gut. Dann, meine liebe große Fee, bekommst du endlich dein Geld. Ah, da bist du ja wieder. Nun, wenn du Rubine hast, gib sie mir schnell. Ja, brauchst du 1000 Rubine, kriegst du von mir. Ja, aber nicht so gierig, bitte, Fräulein.
Gut, sie kehrt zurück. Die Kraft der großen Fee. Also, mach mal ein bisschen hin hier. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Also, wenn du irgendwie was von meiner Kleidung verstecken kannst, dann mach das mal bitte sofort. Ja, und nach wie vor ist die Olle natürlich immer noch gewaltig. So, dann wollen wir mal gucken. Du hast mich befreit, ja? Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Oh la la, wenn ich dich so anschaue, scheinst du genau mein Typ. Sag mal, Süßer, möchtest du vielleicht hier bei mir bleiben? Sorry, ich muss da passen. Ja, ich mache nur Spaß. Aber du bist wirklich niedlich, wenn du so verlegen bist. Es ehrt mich ja. Aber im Ernst, mein Süßer, lass mich dir meine Dankbarkeit zeigen. Wenn du die passenden Materialien hast, kann ich deine Kleidung verstärken, Süßer. Also zeig mal, was du in der Tasche hast. Meine Kraft reicht im Moment aus, um deine Kleidung beträchtlich zu verstärken. Dann mal los. So, ich kann eigentlich alles verstärken, sogar die Hylia-Hose. Gut, dass ich da noch Bocklinhauer zu über hatte. Okay, hier bräuchte ich noch Leunenhufen und Leunenherzen. Ja, das wird dann erstmal lustig, bis ich das zusammen habe. Ja, gut, dann machen wir mal los. Mach jetzt mal schön die Augen zu. Moment, warte mal, was wird denn das? Okay. Das kriege ich wahrscheinlich nicht mehr aus dem Kopf raus. Aber immerhin, es hat sich gelohnt. Du solltest noch etwas daran spüren können, von meiner Wärme. Und soll ich mich noch um weitere Kleidung um dich kümmern? Ja, gut. Ist zwar jetzt nicht unbedingt. Okay, ich könnte sogar die Feuerrüstung verstärken. Aber nein, wichtig ist ja jetzt natürlich tatsächlich das Orni-Gewand. Okay, Anti-Schneefedern. Na schön, dann macht er jetzt die Augen zu. Aber das skippen wir mal. Obwohl, ja, gut, das ist ja erstmal nur die harmlose Variante. Okay, gut. Manche kleine Stöcke erhalten Bonus, wenn du sie versteckst. Dafür musst du aber das Ganze. Soll ich nochmal um weitere Kleidung? Genau, wäre ja nett, nicht wahr? Ja, ein Orni-Gewand, da kann man schon mal was investieren. So, aber ich glaube, die gingen ja alle jetzt nur auf Stufe 2, oder? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Oder geht da noch was? Nee, Tatsache, ich brauche Glutkraut. Das ist ja echt. Das ist ja traurig. Muss ich erst Glutkraut sammeln? Wo finde ich das denn jetzt eigentlich schon wieder? Natürlich irgendwo beim Vulkan wahrscheinlich. Beziehungsweise in der Wüste. Okay, du kannst noch mehr verstärken. Oh, das ist ja nett. Okay, Löschflügler und Moblinherzen brauchen wir hier eine Menge. Was würde sich da mehr lohnen? Ich würde mal sagen, die Hose. So, okay, gut. Und? Hätte ja gerne noch ein anderes Stück kleine Stöcke, aber das ist wohl nicht zu machen. Wenn du Materialien gefunden oder meinen Schwestern geholfen hast, dann komm doch wieder. Okay, bis dann. Okay, alles klar. Mach's gut, große Fee. Dann bin ich ja mal raus. Okay. Sag mal, wie viele Feen habe ich eigentlich überhaupt noch eigentlich bei mir in Reserve? 3 Stück. Das ist ja schon mal nice. Gut, aber jetzt gehe ich erstmal kurz hier raus. Falls das geht. Okay, gut, ich komme hier auf den Weg rauf. Dann kann ich ja erstmal hier weiterlaufen und mich dann gleich um den nächsten Schrein kümmern. Ja, warte mal. Ich glaube, ich gehe dann doch lieber zu dem anderen Schrein zurück. Also ich fliege lieber darüber, weil ich habe keine Lust mit jetzt hier ins Visier von den Drohnen zu geraten. Noch bin ich nicht so weit. Aber immerhin. Wenigstens konnte ich ja schon mal die Hylia-Hose verstärken. Und eigentlich brauche ich ja auch zum Glück nur 2 Kleidungsstücke vom Orni-Gewand. Wenn ich ja nachher eigentlich ja wieder mich eigentlich ja dann an die nächste Prüfung ranwagen will, also an die nächsten Titanen. Ja gut, jetzt aber mal der andere Teil, den ich noch erledigen wollte. Also gut, erstmal suche ich mir mal einen guten, schönen Absprunghügel. Vielleicht wäre der Turm sogar noch besser gewesen, aber naja gut, das kann man ja nie so genau wissen. Alles klar, von dort aus sollte es gehen. Hoffe mal, der Wind spielt jetzt eigentlich auch anständig mit.
Oh, und so wie es aussieht, warte mal. Das kann ich von hier aus jetzt so schlecht erkennen, aber ist das ein. Nee, das ist kein Stall. Hätte ja sein können. Aber, nee, da vorne ist ein Stall. Da vorne ist der Stall, da hinten. Also jetzt hier nicht bei den Bäumen, sondern da vorne. Oh, okay, aber ich sollte jetzt mal aufpassen. Ich darf hier nicht vom Kurs kommen. Ich will ja genau da vorne landen. Weil dann habe ich den kürzesten Weg eigentlich. Ja, danke, schicker Sensor, dass du mich jetzt nochmal darauf hinweist, dass da ein Schrein in der Nähe ist. Super, und das Tollste ist ja, meine Angriffskraft ist ja immer noch gut geboostet für 2 Minuten. Gut, mit der könnte ich noch nicht so viel anfangen. Okay, jetzt habe ich doch einen Fuchsack getötet. Ich wollte es eigentlich immer vermeiden, aber jetzt, naja, gut. Dachte ich mir immer so, scheiß drauf. Ich meine, es ist ja nur ein Fuchs. Er sieht zwar süß aus, aber ich brauche trotzdem erstmal ein bisschen Fleisch. So, was habe ich hier eigentlich noch? Ach so, ja, ich habe hier auch noch was. Immer noch kein Weizen gefunden. Hier wächst einfach nichts Ordentliches. So, hi. Naja, macht überhaupt keinen Sinn, jetzt hier das einfach so zu versuchen. Okay, dann mal weiter im Text. Neuer Schrein, neue Prüfung. Jetzt habe ich nämlich aufgepasst. Aber das werde ich ja gleich sehen beim Ladebildschirm. Okay, alles klar, es hätte immer noch eine gefehlt. Stimmt ja, ein letzter Schrein fehlte noch. Aber ich glaube, ich habe da ja irgendwo einen gesehen. Und ich glaube, mich zu erinnern, wenn ich ja eigentlich auf dem Weg eigentlich ja, wenn ich ja eigentlich ja die Quest machen will, um Vamedo ja eigentlich ja hier zu erreichen oder so, dann bekomme ich ja noch was anderes. So, was ist das? Ach, da hinten. So, ich muss irgendwie darauf kommen. Ist ja machbar. Die Prüfung habe ich ja hier auch schon mal gemacht. Okay, funktioniert aber noch nicht so ganz. Also ich weiß, ich konnte sie machen. Warte mal, ist hier irgendwo. Okay, ich komme da nicht rauf. Okay, wie komme ich denn da hin? Oder kann ich diese Prüfung jetzt noch nicht erledigen? Also normalerweise ist es ja nicht so, dass man jetzt unbedingt jetzt hier die Kraft von einem der Recken braucht, um jetzt hier eigentlich ja klarzukommen. Nee, irgendwas. Ah, da oben. Oder auch nicht. Hä? Sekunde mal. Ah, nee, warte mal. Ich habe ja gesehen, da sind Seile. So, ein bisschen präziser. So, einen hätten wir. Und jetzt kommt noch der zweite dazu. Dann habe ich wenigstens schon mal eine Kiste. Und ich glaube, in der war ja ein Schlüssel drinne. Oder ein Falkenbogen. Okay, der ist auch okay. Den kann ich so akzeptieren. Aber was jetzt? Oder warte mal. Ja, sonst ist weiter nichts, ne? So, wie geht's jetzt weiter? Also ich muss ja irgendwie weiterkommen. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, da wäre ein Schalter irgendwie da oben drauf. Nee, aber jetzt mal im Ernst, wie soll ich denn da raufkommen? Oder ist die Kugel aus Eisen? Nee. Ah, aber warte mal.
sie ja stoppen. Ha, ha, ha. Ich wusste doch, da war was möglich. Ich doch, dass ich dafür nicht unbedingt eine Reckenfähigkeit bräuchte, die ich ja eigentlich ja nach dem Sieg gegen Medu ja erhalte. So, was sagt der Schrein? Okay, ich habe eigentlich ja eine Schatzkiste da liegen. Schätze mal, ich habe sie also dann geschafft. Ah! Okay, das sollte ich lieber mal lassen. So, erstmal meine Holzpfeile wieder einsammeln. Und dann können wir ja endlich nach Hause gehen. Yes, geschafft. Haben wir das ja endlich gut hinbekommen. So, ich habe meine Schreine geschafft. Ich habe die große Fee gefunden. Ich denke mal, ich bin so langsam bereit jetzt endlich für Warmedo. Allerdings werde ich damit erst eigentlich ja im nächsten Part loslegen können. Und, wer zum Teufel bist du? Oha! Du wirkst wie ein aufgeweckter junger Mann. Was gibt's denn? Was siehst du dir an? Nichts Besonderes. Es ist nur so, ja, guck mal. Ich dachte mir gerade, dass ein Teil der Bergwand dort aussieht, als wäre er künstlich angelegt. Siehst du, was ich meine, junger Mann? Ich würde mir das ja nur zu gerne aus der Nähe ansehen, wenn ich dorthin gelangen könnte. Was genau? Warte mal, ich habe das doch eben gerade auch gesehen. Genau, diese Stelle, da meint er wohl. Kann ich mir mal markieren? Und ich weiß ja auch schon, was ich da machen darf. Das ist nämlich ja ganz eindeutig ein Blitzsymbol gewesen. So, Stall der Tabanta-Brücke. Also würde ich mal sagen, ist das hier das Tabanta-Gebiet oder so, wie man es nennen könnte. So, was hast du denn nochmal hier für mich? So, erstmal Holzpfeile, ganzer Vorrat. Ich nehme alles, was du hast. So. Gut, dann sind wir hier fertig für heute. Okay, und warte mal. Du siehst auch so aus, als hättest du... Große Fee. Ah, große Fee, komm zu mir. Oh, Entschuldigung. Ich war in Gedanken nicht. Du hast bestimmt schon einmal von der großen Fee gehört, oder? Es gibt viele Märchen, die von ihr berichten. Die große Fee gibt es wirklich. Da bin ich mir absolut ganz sicher. Deshalb bin ich zu einer Reise aufgebrochen, um sie zu suchen. Wenn man nachmittags von der Spitze des Turms aus hinter der Tabanta auftaucht, zu Boden sieht, dann weist der Schatten des Turms direkt zur Quelle der großen Fee. Das habe ich zumindest so gehört und so bin ich in diesen Stall gereist. Auf den Turm auf dem Hügel zu klettern, das schaffe ich nie im Leben. Dabei habe ich so viele Rubine für die große Fee angespart. Aber du siehst aus, als wäre es für dich ein Klacks, auf den Turm zu klettern. Könntest du der großen Fee nicht vielleicht deine Rubine beibringen? Habe ich schon. Im Sank. Hier sind 500 Rubine, meine gesamten Ersparnisse. Ich hoffe, er haut nicht damit ab. Folge dem Schatten. Hey du, ja klar. Habe ich. Vielen Dank, ich wusste, ich kann dir vertrauen. Das heißt, du hast die große Fee mit deinen Augen gesehen. Ich beneide dich wirklich. Also gut. Das Wichtigste ist, dass er meine Gabe bekommen hat. Noch viel, mal vielen Dank. Vergisst du nicht was? Was soll ich vergessen haben? Sag jetzt nicht, du willst eine Belohnung haben. Du konntest an meiner Stelle die große Fee besuchen. Reicht dir das nicht als Belohnung? Ach, große Fee, zeige dich mir und wenn ich es nur in meinen Träumen ist. Okay. Was haben wir hier?
Okay, das sieht mir nach Sprutmedizin aus, ne? Tja, würde ich mal sagen, ich bin dann erstmal fertig hier. Mir reicht's dann erstmal mit der Sache. Okay. Gut, hier haben wir jetzt mal ein paar gute Stellen. Ich gehe mal zurück zum Ornidorf. Und von dort aus würde ich dann gleich den Part beenden wollen, sodass wir uns dann nächstes Mal darum kümmern können, endlich die Warmido-Quest anzufangen. Bin ja mal gespannt, wie lange ich brauchen werde. Wahrscheinlich mindestens 3 oder 4 Parts oder so. Kann also eine Weile dauern, aber das kriegen wir schon hin. Vor allem, wenn ich ja noch daran denke, ja, ich muss ja zwischendurch auch noch einmal einen weiteren Schrein machen, weil ich habe ja gesehen, da war ja noch irgendwo einer. Also ich meine mich zu erinnern, noch einen gesehen zu haben. So viel dazu. Ja, aber ob ich mit meiner Theorie richtig liege, das werden wir dann wohl frühestens erst beim nächsten Mal erfahren. Also wieder vielen Dank hier wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tschüss!